Leute, und willkommen bei einer neuen Folge von Let's Talk Minecraft. Ich wollte euch kurz einmal sagen, also ich habe letztens 2 Aufnahmen gemacht, aber da war ich so klug, ich habe nicht auf Aufnahme gedrückt. Deswegen könnt ihr es halt nicht sehen, jedenfalls da habe ich nicht so viel gemacht. Da habe ich nur ein bisschen Eisen und Holz gesammelt. Da hinten ein kleines Hühnergehege gebaut. Und da hinten sind irgendwo jetzt 3 Hühner. Ich wurde mir nicht von der Nacht überrascht und musste schnell hier reinrennen. Die wollte ich halt gerade mit den Samen hier ins Hühnergehege locken. Und ja, jetzt würde ich sagen, probieren wir es, obwohl Nacht ist. Oder soll ich warten? Ah, ich schlaf. Ich schlaf eine Runde. Probieren wir es morgen. Ah ja, Musik darf ich nicht vergessen. Hallo? Ah, geht ja schon. Why I can't sleep? Na, so geht doch. Warum mein Spielmodus... Warum stand das da? Warum steht da, dein Spielmodus wurde geändert? The heck? Ist das noch von diesen einen da? Ah, das wird wahrscheinlich sein, weil ich in den letzten Folgen ein paar Mal gestorben bin und dann auf Creative, um meine Sachen zu holen. Deswegen, jetzt check ich's. Ich war jetzt ganz irritiert. So, da ist mal das Nummer 1. Es sollten eigentlich 3 sein. Da sind 2. Ach, ich töte dich mal. Au. Und noch gleich ganz abenteuerliche Musik. Auf der Suche nach den Hühnern. So, was ist das dritte? Ach, ist auch wurscht. Ach ja, und ich habe da hinten ein bisschen Lava hochgebracht, weil ich Obsidian gemacht habe. Aber ich habe herausgefunden, Obsidian kann man, wie es aussieht, nur mit Diamantspitzhacke abbauen. Deshalb bringt das jetzt nicht viel. Also die Lava habe ich aus dem Lavasee unten, weil die Lavaspots of Dooms gemacht haben. Weil die Lavaspots of Doom. Folge 5, glaube ich. Ja, ich hab's Tor hier offen lassen. Hummert mich, Chicken. Hummert mich. Und hüpfen wir da mal rauf. Okay, warum ignoriert mich das wohl jetzt? Wieso ignorierst du mich? Komm rein. Brav. Kommt rein, ihr bekloppten Viecher. Ja, kommt rein. Ach, mach's noch mal ein kleines Huhn. Zip. Und. Stop! Where are you going? Warte, ich mache mal dazu, dass ich das andere auch noch abhaut. Viecher. Wo ist das zweite Huhn hin? Hallo? Ah, da. Lol. The Rise of the Huhn. Hallo, Hühnchen. Leute, wisst ihr was? Ich cheate mir jetzt 2 Hühner, spawn Eier, bringen die um und drop, was sie geben in die Lava, okay? Das ist mir jetzt echt zu blöd. Oder na, warte, ich drop's irgendwo hin. Hui! Stirb und ich will nichts sehen von dir. So, dann spawnen wir mal. So. Ah ja, das ist eine gute Idee. Das ist dann so eine Art Falle für Viecher. So wie bei einem Schaf, der demonstriert.
ja, es könnte, die Folge könnte heißen, die Falle oder was. Das wäre cool, oder? Eins, zwei. Jetzt macht's Babyhühnchen. Acht Hühnchen. Oh, wie süß. So, was machst du hier? Ich könnte dich scheren. Scher dich, ah. Nicht lustig. Oh, wie geht's eigentlich unserem Feld? Ich schau mal zu dem Feld, das muss ja schon krank gewachsen sein. Irgendwo habe ich das schon gehört. Hallo? Irgendwie buggt Minecraft heute. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt. Also ich hoffe nicht, aber es buggt heute eh nicht. Hallo? Haben wir keine Kartoffeln mehr? Wurscht. Ich kann schon kriegen. Ist noch nichts wachsen. Zack. So, haben wir gleich ordentlich Zuckerrohr. Da ist auch nichts gewachsen. Ernsthaft. Was ist hier los? Ist da oben wenigstens irgendwas? Ah ja, ich muss euch noch ein paar Sachen erzählen, nämlich erstens, mein Gips ist jetzt wieder unten. Ne? Also ich spiele jetzt vielleicht ein bisschen anders, vielleicht fällt es euch auf, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Es liegt halt daran, dass der Gips jetzt endlich wieder unten ist. Ich freue mich jetzt nicht. Und das andere ist, ein Freund von mir hat mich darauf aufmerksam gemacht, ich habe genug Eisen für Scheren und für Rüstungen und Schwerter und so. Und auch hat mir auch halt erklärt, wie man das craften kann. Und dazu kann ich nur sagen, ich weiß, verdammt. Ich habe es einfach nicht gemacht, weil ich es eben nicht brauchen kann oder nicht gemacht habe halt. Weil Baum. Das wollte ich jetzt mal kurz klarstellen. Weil Baum, okay? Ich könnte theoretisch auch Schafe züchten. Aber was bringt das? Da hinten ist eine Kühe. Ich züchte Kühe. Ja, ich züchte Kühe. Weil Kühe macht man halt nicht mit Samen, wie die Hühnchen, sondern mit Weizen. Ja, raus. Bei der Gelegenheit können wir gleich auch das Schaf mit einpacken. Okay. Jamu! Vielleicht flage ich mir da noch ein paar Kühe. Ja. Ja, komm! Bist du eine fette Sau, du alte hässliche Kuh. Ich weiß, wie ich die reinbringe, ohne dass die anderen rauskommen. Das haben wir ja vorhin gesehen, das geht ja mit dem Schaf, haben wir das getestet. Komm. Thank you.
rein. Zumindest zwei. Yeah, Mann. So geht das. So, dann haben wir jetzt noch mehr Kühe. Warten noch gleich ein paar Schlachten. Und die Schafe schlachte ich dann auch. Oder nee, wobei. Könnt ihr jetzt eine Wallet machen? Kühe. Ich muss das Gehege dann vergrößern. Definitiv. Ja, kommt her. Folgt mir, meine treuen Sklaven. Und alle in ein Raum! In die Schlacht! Das ist Org, Mann! Zwei Hühner und weiß nicht wie viele Kühe. Die ist draußen, die schlachten wir gleich. Ja, Mann. Sie betrügen mich. Oh nein, ich mach's lieber von meinem Podest aus. Draußen. Ich will ja nicht, dass mich die Kühe in ihr Liebesspiel einbeziehen. Das will ich ja nicht. Kommt her. Kloppt dafür hier. Ja. Eins mit zwei. Ich mal jetzt aber wirklich eine Schere. Ich will jetzt ein weiteres Bett. Das ist das zweite Haus. What? Alter Mann! Wie kurz sind die Folgen? Willst du mich wohl verarschen oder was? Nun ja, egal, kann man nichts machen. Ciao und bis Musik zuerst passe. Hallo. So, ist so gut. Ja, bis zum nächsten Mal bei Let's Talk Minecraft.